Ja, hallo, mein Name ist Oliver Eckelhardt. Ich versuche jetzt so laut zu sprechen, wie ich kann. Bin eher tendenziell ein leiser Sprecher und introvertiert. Also mir tut es total schwer vorhin jetzt da vor euch zu sprechen. Heute geht es um das Thema vom Social Selling zum emotionalen Verkaufen. Das Social Selling ist an sich gar nicht so mein starkes Thema, sondern eher das Verkaufen. Aber nachdem ihr so irgendwie aus der digitalen Welt kommt, haben wir gedacht, irgendwie muss ich halt eine Brücke schlagen. Und das Social Selling ist dann schon ein Thema, das irgendwie gerade in aller Munde ist. Aber schauen wir uns mal an, was erzähle ich euch denn heute? Ein bisschen was über mich, wohin geht die Reise im Vertrieb? Social Selling, das Allheilmittel, man weiß es nicht. Ist CM die Lösung und muss man seine Kunden überhaupt kennen? I don't know. Wie wichtig ist eine Vertriebsstrategie? Was bedeutet emotionales Verkaufen? Und warum kann das wichtig sein? Und falls es dann noch Fragen gibt, dann bitte nur her damit. Ja, was gibt es über mich zu sagen? Ich bin am 29.06.71 in Wien geboren. Also falls mir jemand etwas schenken will, es ist noch genug Zeit zum Überlegen. Also ich freue mich immer. Ja, also großes, kleines, also es geht da sozusagen nur um die Idee dahinter. Bin verheiratet und Vater von 4 Kindern, Hund habe ich auch. Also mir ist an sich nicht fad. Habe 1987 begonnen im Vertrieb zu arbeiten. Habe ganz klassisch eine Lehre gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Komme so aus dem Bereich Unterhaltungselektronik. Damals war mein Hauptthema Autoradio. Das ist eine komplett gestorbene Branche. Wie viele Branchen, die ich so in meinem Leben durchlebt habe, stirbt das alles ein bisschen weg und verändert sich. Man merkt irgendwie selber, wie alt man wird. Was nicht wegstirbt, ist die Telekommunikation, haben wir gerade vorhin gehört. A1 ist nach wie vor ein Thema mit wechselnden Logos. War dann bei One ist gestorben, im Shop erst als Shopmanager und dann als Regionalmanager zuständig für 17 Shops in Wien, Niederösterreich und Burgenland, 80 Mitarbeiter. Hab dann irgendwann gesagt, puh, so viele Mitarbeiter, das ist für mich, oh, Teufelszeug, kann man nicht so richtig, da kriegt man da und dann einen Deckel für die Leute. Hoppala, jetzt weiß ich, wozu der Zurück-Button ist. Habe dann gewechselt in den Außendienst, also vom B2C, wie man heute klassisch sagt, in den Bereich B2B und war wieder in der Unterhaltungselektronik für Kunden wie Cosmos, auch gestorben. Und Rezac, der ist vielleicht gerade am Sterben, ich weiß es nicht. War zwischendurch übrigens auch bei Haas, der ist jetzt erst vor kurzem gestorben, also in der Unterhaltungselektronik ist es auch ganz spannend. Habe dann 2007 in den Vertrieb von Drucksystemen gewechselt, also da ein bisschen Parallelen zum Digitaldruck und war bei Xerox und bei Canon und habe bei Xerox Kunden im öffentlichen Bereich betreut und bei Canon dann Druckereien und Copyshops und habe dann eigentlich zu einem meiner Kunden gewechselt und war in einer Druckerei für Marketing, Vertrieb und Einkauf zuständig. Ein bisschen studiert habe ich auch nebenberuflich, habe einen diplomierten Betriebswirt und MBA, habe aus 18 Monaten Sollstudienzeit 6 Jahre gemacht, also ich war da wirklich mit Vollgas dabei, aber das hat sich halt so irgendwie ergeben. Ja, 2015 habe ich mein Unternehmen gegründet, OE Consulting, bin Unternehmensberater und so ein bisschen aus der Historie erkennbar, habe ich das Thema Drucken als ursprüngliches Hauptthema gewählt und bin sozusagen nach wie vor mit meiner Marke der Druckoptimierer am Markt unterwegs und helfe meinen Kunden bei den Druckkosten zu sparen. Das ist jetzt nicht nur der klassische Druck, sondern da geht es auch ganz stark um interne Prozesse. Und ja, bin Gründungsmitglied des Arbeitskreises Vertriebsberatung der Wirtschaftskammer Wien, weil ich ja so ein bisschen auf vertriebliche Vergangenheit zurückblicken kann. Bin seit 2017 sozusagen in der Überlegung und 2018 in der Durchführung Senior Consultant, wie spannend, in einer Kooperation, die Team Vertriebserfolg heißt, wo wir uns tatsächlich um Vertriebsberatung für KMUs, mit Vertriebsberatung für KMUs beschäftigen. Ein bisschen was, auch da eine Parallele finde ich irgendwie ganz spannend, so der Humanismus für mich ganz wichtig. Bin seit einigen Jahren in Vereinen tätig, wo das Thema positive menschliche Werte sehr, sehr wichtig ist und seit circa 2 Monaten das Gründungsmitglied der Initiative Werteraum, wo wir das Thema auch verstärkt behandeln. Also wenn jemand auch an dem Thema Wertearbeit interessiert ist, nur her damit, wir freuen uns auf Mitstreiter, wir sind momentan zu zweit, könnten noch zwei, drei gebrauchen. Wohin geht die Reise im Vertrieb? Käufer, wenig überraschend, wir erleben das sozusagen alle tagtäglich an der eigenen Haut.
setzen bei Entscheidungsprozessen mehr und mehr auf moderne Technologie. Das heißt, man informiert sich im Internet, man kauft im Internet. In Wirklichkeit ist es oft so, dass Kunden sich besser informiert sind als die Verkäufer letztendlich. Das kommt dann bei einem späteren Punkt wieder. Forrester Research sagt, dass bis 2020 in den USA 1 Million Arbeitsplätze verschwinden werden, die im B2B-Vertrieb sind. Das kann jetzt viel bedeuten oder auch ganz wenig. Also ich weiß erstens nicht, wie viele B2B-Verkäufer es in den USA gibt, ob da 1 Million jetzt viel oder wenig ist. Klingt im ersten Moment erschreckend. Was aber klar ist, B2B-Vertrieb bedeutet auch, da hat es früher jemanden gegeben, der ist mit dem Papier zu einem Kunden gefahren, hat Papier verkauft oder Kugelschreiber verkauft. Wer bitte braucht halt nur einen Vertriebsmitarbeiter, um Papier oder Kugelschreiber zu kaufen oder Druckerpatronen oder ähnliches. Also wenig erklärungsbedürftige Produkte. Was tatsächlich erschreckend ist, dass es Studien gibt, dass 77% der Kunden meinen, dass Vertriebsexperten sich in ihrem Geschäft nicht wirklich auskennen. Und das ist natürlich was ganz, ganz Fatales. Und da muss man sich wirklich überlegen, wenn man mit dem Vertrieb zu tun hat, woran liegt es denn da? Ja. Und aus eigener Erfahrung, der durchschnittliche B2B-Verkäufer im Außendienst verbringt nur 40% seiner Zeit tatsächlich mit Verkaufen. Und das ist Wahnsinn, ja, weil in Wirklichkeit verdient er damit Geld, das Unternehmen soll damit Geld verdienen und man wird beschäftigt mit irgendwelchen administrativen Dingen. Was kann eine Lösung dafür sein? Eine weitgehende Automatisierung. Wir beim Team Vertriebserfolg sprechen von einer Kompetenzschwelle. Also es gibt irgendwann einmal den Punkt, wo man es übers Internet und über soziale Medien nicht mehr abwickeln kann und erst da muss, soll der Vertriebler tatsächlich einsteigen, um ihm von einem Vorprozess weitgehend sozusagen freizuhalten und sich um die Kernthemen zu kümmern. Social Selling, das Allheilmittel. Was wir wissen über Social Selling, es ist auf jeden Fall in aller Munde. Also ich nehme an, jeder wird darüber gehört haben. Vielleicht auch ein Thema in euren Kursen, ich weiß es nicht. In einer Studie auch von Forrester, da wurden 265 Marketing- und Vertriebsleiter befragt, haben die Aussage getätigt, also haben 48% der Teilnehmer die Aussage getätigt, 49, sorry, dass Social Selling ein fixer Bestandteil in ihres Vertriebs ist, 28 beschäftigen sich intensiv damit und nur 2% sagen, es ist für sie gar kein Thema. Aus meiner Sicht ist Social Selling mehr als Social Media Werbung oder Social Media Marketing. Für mich ist es so, dass es aus einer Gruppe, aus einer Zielgruppe von möglichen Interessenten dazu dient, den Interessent zu finden, der sich tatsächlich für das Produkt interessiert, das ich heute verkaufen will und mit dem Kontakt aufzunehmen. Und dort in den sozialen Medien, was auch immer das sein mag, im B2B wahrscheinlich Xing oder LinkedIn, vielleicht Facebook, eine Beziehung sozusagen, ich stelle das immer in Anführungszeichen, weil wie sehr Beziehung kann man denn über soziale Medien tatsächlich aufbauen, aber zumindest ein gewisses Verhältnis aufbauen und erst dann den persönlichen Kontakt zu suchen. Jetzt haben wir da die Kunden und dann müssen wir sozusagen möglicherweise ein CRM-Tool einsetzen oder auch nicht einsetzen und jetzt ist die Frage, müssen wir unsere Kunden kennen? CRM, ich glaube, es ist jedem bekannt, das brauche ich jetzt nicht laut vorlesen. Zumeist wird darunter verstanden, dass irgendein Tool eingesetzt wird, wo halt Dinge eingepflegt werden, die den Kunden in irgendeiner Form betreffen. Aus meiner Sicht muss es immer so sein, dass alle Belangen sich dort wiederfinden. Das heißt, aus Vertriebssicht auch, zahlt er seine Rechnungen pünktlich, hat er gerade einen Servicefall und so weiter, damit wir sozusagen weitgehende Dinge rausziehen können. Ist sicher ein geliebtes und von vielen gehasstes Tool. Deshalb, weil geliebt von denen, weil es natürlich das Management fürs Management einfach gemacht wird, sich einen Überblick zu verschaffen, welcher ist ein guter Verkäufer, wer ist ein schlechter Verkäufer, aber halt nur bezogen auf irgendwelche Zahlen, ob das dann letztendlich sozusagen das tatsächliche Entscheidungskriterium ist, wie sinnvoll ist der Mitarbeiter für Ihr Unternehmen, sei dahingestellt und gehasst sicher deshalb, weil jeder Vertriebsmitarbeiter, gibt es jemanden, der im Vertrieb tätig ist? Oder mit Verkaufen zu tun hat? Ja, okay, ja, also nicht allzu viele. Gehasst deshalb, weil viele Vertriebler auch im Innendienst CRM einfach als Zeitverschwendung erachten. Das liegt einerseits daran, wie die Projekte aufgesetzt sind und auch ganz, ganz stark daran, wie die Kommunikation in den Unternehmen zu CRM funktioniert, nämlich gar nicht.
Aber es bietet die Chance, den Vertrieb massiv zu unterstützen und auch alle anderen Beteiligten, die rund um das CM sozusagen Nutznießer wären, theoretisch. Und ganz kurz, den Kunden so genau wie möglich zu kennen, ist aus meiner Sicht derzeit und in den nächsten 100 Jahren, in den letzten 100 Jahren wird es auch so gewesen sein, ein absolutes Muss, weil es ist der Wettbewerbsvorteil. Nicht einer, sondern der Wettbewerbsvorteil, weil ein Kunden, den du wirklich gut kennst, mit dem kannst du ganz anders umgehen und kannst andere Angebote stellen, viel individueller als die breite Masse. Ich wundere mich auch immer wieder, dass es nach wie vor Flugzetteln gibt, die im Gießkannenprinzip über die ein Großteil der Menschen geschüttet, weil das einfach witzlos und sinnlos ist und so viel in den Müll wandert. Da könnte man jetzt über Umweltthemen sprechen, aber das lasse ich heute mal aus. Ja, über Strategie haben wir heute schon was gehört. Wie komme ich rechtzeitig zu einem Event mit der U-Bahn? Da geht es jetzt um die Vertriebsstrategie. Wikipedia sagt, die Vertriebsstrategie ist eine langfristige, angestrebte, planvolle Gestaltung im Rahmen des Marketingsplans. Hurra! Wir sind jetzt alle schlauer, also ich kann damit so in der Form nichts anfangen, aber es gibt gewisse Dinge, die einfach enthalten sein müssen aus meiner Sicht, ist eigentlich, wer sind meine Zielkunden, das müsste sozusagen vorher noch kommen, wie finde ich diese oder wie finden mich die Zielkunden, wie mache ich aus der Masse von potenziellen Kunden konkrete Interessenten, was ist mein wichtigstes, meine wichtigsten Produkte. Welche Schritte sind auf Vertriebsseite und auf Kundenseite notwendig, um ein Projekt zum Abschluss zu bringen? Das erwähne ich deshalb, weil viele Unternehmen sich gar nicht sehr mit sich intern beschäftigen, welche Schritte brauchen wir denn, um einen Kunden zum Abschluss zu bringen. Aber ganz, ganz wenige machen sich nur Gedanken, welche Schritte sind beim Kunden notwendig und das auch zu versuchen zu synchronisieren. Ich glaube, dass das ein wesentliches Erfolgsmerkmal ist, wenn man tatsächlich eine Vertriebsstrategie vernünftig planen will. Wie sieht After-Sales-Betreuung aus und wie mache ich einen Einmalkäuferkunden zu einem Stammkunden? Aus meiner Sicht ist es so, dass Unternehmen, die keine klare Vertriebsstrategie haben, und das gilt auch für ein EPU und nicht nur für große internationale Unternehmen, dass die mittelfristig oder langfristig vom Markt verschwinden werden. Manche, nämlich die, die noch dazu keine Alleinstellungsmerkmal haben oder ein tolles Produkt, die werden ganz, ganz schnell verschwinden in der schnelllebigen Zeit. Was bedeutet emotionales Verkaufen und warum kann es wichtig sein? Heute gibt es ganz, ganz viele Wege, an Verkauf zu tätigen. Der einfachste scheint oft zu sein, ihr drückt auf irgendeinen Knopferl und kriegt dann ein Produkt. Auch da spielen Emotionen eine Rolle. Mir und mein emotionales Verkaufen, also wenn es tatsächlich um einen echten Verkaufsgespräch oder um einen Verkaufsprozess geht, da ist es dann besonders wichtig, wenn es zu einem persönlichen Kontakt gibt, also tendenziell bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen. Was bedeutet es? Es bedeutet, die eigenen Emotionen zuzulassen und die des Kunden, und das ist besonders wichtig, in den Mittelpunkt zu stellen, und zwar alle Emotionen, die dazu, also ich bin auch jemand, der sagt, wenn man sich über einen Kunden ärgert oder wenn der Kunde sich über einen ärgert, dann kann man das wohl auch sagen, und ich glaube in einer auf Augenhöhe Partnerschaft und so sehe ich eine Kundenbeziehung, also ich bin kein Fan von der Kunde ist König, das ist ja schon lange nicht mehr. Ich habe mal gehört, der Kunde ist dann König, wenn er sich wie ein König benimmt, ist aber auch ein Blödsinn, weil die König haben natürlich gesagt, pff, ja, alles gilt, was ich sage, ja. Also von daher, ja. Warum sind die Emotionen überhaupt ein wichtiger Faktor im Verkauf? Naja, ganz klar, weil wir in Wirklichkeit alles im Hirn noch Urzeitmenschen sind und die Entscheidungen Entscheidungen werden 20 bis 100.000 am Tag getroffen. Da ist es ein bisschen unterschiedlich, was die Menschen so sagen. Die kann man nicht alle im Kopf treffen. Und in Wirklichkeit kommt ganz, ganz viel aus dem Bauch und das, was aus dem Bauch kommt, ist halt ganz oft auch Emotion. Wenn man sozusagen ein bisschen ein Verkaufsgespräch zusammenfasst im emotionalen Verkaufen, dann geht es darum, dass klassische Argumente einfach ergänzt werden durch den emotionalen Nutzen.
Das heißt, man hat das Produkt, man hat ein Merkmal, man hat einen Nutzen und dann gibt es nur den emotionalen Nutzen, der sich sozusagen als i-Pünktchen oben drauf setzt. Und ich habe mir ein ganz nettes Beispiel gelesen zum Thema Waschmaschine. Und das ist, glaube ich, für alle ganz gut nachvollziehbar. Jetzt kann man sagen, wir haben da eine Waschmaschine, die ist total umweltfreundlich. Ja, okay, ist total umweltfreundlich. Aber was macht sie denn so umweltfreundlich? Ja, die spart pro Waschgang 30 Liter Wasser ein. Ja, auch nett. Ja. Was ist der Nutzen? Sie sparen bei 10 Waschgängen 300 Liter Wasser ein. Das ist schon mal ganz gut, aber das bedeutet möglicherweise auch Geld am Ende des Tages. Aber so richtig emotional ist das noch nicht. Ja. Und jetzt ist ein bisschen so die Frage, wer sitzt denn einem da gegenüber? Das kann jetzt der Mensch sein, der sehr umweltbewusst ist. Ja, dem sagt, wow, super, mit den 300 Liter Wasser, da hast du echt was bewirkt. Es wird weniger Wasser verschmutzt, es bleibt mehr Wasser erhalten und solche Themen. Und dann gibt es den, der sagt, naja, mir geht es eigentlich darum, dass ich gern baden gehe und immer das Baden gehe auch noch leisten will. Und dann kann man den sagen, hey, mit 300 Liter Wasser, da kannst du viermal in dem Monat baden gehen. Ja? Und dann hat man einen ganz anderen Zugang möglicherweise. Ja? Also Emotionen sind schon ein ganz spannendes Thema. Ja, da sind wir wieder auch, also was ich vorher schon, das gleiche Produkt kann eine emotionale Kaufentscheidung sozusagen herbeiführen, aber mit unterschiedlichen Emotionen, je nachdem welcher Typ einen da gegenüber sitzt. Und da ist das Fragen einfach extrem wichtig, sozusagen im Vorfeld schon mal versuchen, zumindest abzutasten, was für ein emotionaler Typ ist denn, was ist denn das wichtig. Und natürlich haben auch wenig emotionale Einkäufe oft einen emotionalen Hintergrund. Also wenn man sich sehr vergleichbare Dinge anschaut, so ich muss jetzt Öl kaufen, weil ich eine Ölheizung habe, dann ist das wahrscheinlich jetzt nicht so, yeah, jetzt darf ich Kisten oder Kanister schleppen und ich muss jetzt das Öl nach Hause bringen. Aber da liegen trotzdem Emotionen dahinter, weil es einfach Dinge gibt wie, mir ist die Regionalität wichtig, ich will sozusagen meine Unternehmen im Umkreis fördern und solche Dinge. Funktioniert Humor im Verkauf? Ich glaube ja, aber bitte erzählt keine Witze. Manchmal aber doch, weil wenn der Kunde Witze erzählt und das gern tut, ja, dann darf man da auch mal gerne einen Witz erzählen. Also ich bin der Meinung, und das ist meine Erfahrung, und ich bin weder Verkaufstrainer, noch bin ich ein Psychologe. Ich sage immer, wenn du mit einem Kunden lachst, dann ist es dein Kunde, ja? Dann ist er bei dir und dann entsteht etwas wie eine gewisse Vertrauensbasis. Und ich glaube, im Vertrieb ist Vertrauen das absolut Entscheidendste. Und wenn man das hat, dann kann man eigentlich fast nur noch gewinnen. Meine Empfehlungen zum Thema emotionalen Verkaufen, seien Sie ehrlich zum Kunden. Ja, und zwar so ehrlich, wie nur irgendwie möglich. Was mir auch persönlich sehr gut gefällt, ist, und das wurde mir mal als Frage gestellt, darf man seine Kunden lieben? Ich finde, ja, man darf seine Kunden lieben, wahrscheinlich nicht alle, aber man darf das. Und ich glaube, dass Liebe ein sehr universelles Heilmittel ist für viele Dinge. Und jetzt der nächste Punkt ist Vertrauen, habe ich eh schon erwähnt. Ich glaube, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Wichtig ist, Fachwissen bleibt weiterhin ein wichtiger Faktor, wobei ich speziell aus meiner Erfahrung berichten kann, dass die, die das meiste Fachwissen haben, oft die schlechtesten Verkäufer sind. Ja, aber ein bisschen Ahnung sollte man schon haben, weil es einfach erwartet wird dann halt oftmals vom Kunden und speziell, wenn es um erklärungsbedürftige Dinge geht. Versuchen Sie es aus dem Blickwinkel des Kunden zu sehen, nämlich was ist denn denn tatsächlich sein Nutzen und was bringt es denn ihm persönlich emotional. Und man darf sie nicht verbiegen. Bitte bleiben Sie immer Sie selbst und auch wenn da jetzt wenige aufgezeigt haben, die verkaufen sozusagen als Beruf, man verkauft ja ständig. Ja? Man verkauft im Unternehmen sich selbst möglicherweise seine Dienstleistung als Abteilung. Man verkauft seinem Partner den nächsten Urlaub oder die nächste Waschmaschine oder irgendwas. Also man ist ständig sozusagen in einem Verkauf, auch wenn man es persönlich nicht als Verkaufen wahrnimmt. Aber es geht das am Ende des Tages um die gleichen Themen. Wichtig ist auch, also speziell beim Kunden, beim Partner, der weiß eh, wie Sie wirken und Sie hoffentlich beim Partner auch. Wichtig ist beim Kunden, dass Sie wissen, wie Sie wirken und sozusagen da Ihre Vorteile auch ins Spiel bringen. Und
Unabdingbar ist es, neugierig zu sein. Stellen Sie Fragen, 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 auch wenn Sie das Gefühl haben, der Kunde ist im Zeitstress, es gibt einfach Fragen, die braucht es. Ja, also da bitte nicht drauf vergessen. Und oftmals ist es so, dass man sie, also insbesondere in Stresssituationen und beim Kunden zu sitzen, in einer unbekannten Umgebung, möglicherweise mit einem Gegenüber, das man selbst nicht kennt, dann ist man gestresst und dann macht das Hirn. Ja, wir sind halt alles Urzeitmenschen und da gibt es nur Flucht oder Angriff und dann stellt man halt keine Fragen mehr, sondern tut. Aber das Fragen ist so entscheidend. Hören Sie aktiv zu, ein bisschen Kopfnicken, ein bisschen sagen, ja, bestätigen, Rückfragen. Das ist irrsinnig wichtig, weil der Kunde sich dann einfach verstanden fühlt. Formulieren Sie klar, das ist wichtig, also einerseits so wenig wie möglich Floskeln verwenden, die sozusagen aus dem eigenen Fachbereich kommen, würde, wäre und so weiter, klare Themen klar ansprechen. Und achten Sie auf Ihre Sprechgeschwindigkeit, das tue ich selber nicht, aber man tut sich also nicht schwer, wenn ein Gegenüber langsam spricht und man selber schnell spricht. Man muss sich da einfach auf gewisse Weise anpassen. Und wenn da jemand üben will, noch eine Buchempfehlung von mir, Emotionales Verkaufen von Lars Schäfer aus dem Gabal-Vertrag, Verlag, finde ich ganz spannend, wenn sich jemand tatsächlich da so ein bisschen, weil ganz viele Übungsbeispiele drin sind. Am Ende. Fragen.